Erdbeere ist nach dem Apfel hierzulande das beliebteste Obst. Und wenn man Statistiken glauben darf, werden in Österreich pro Jahr mehr als 10.000 Tonnen der leckeren roten Früchte verspeist. Im Casino Salzburg hat man das zum Anlass genommen, ein Event ins Leben zu rufen mit dem Motto Fruchtige Verführung. Wir machen Rot zu Ihrer Lieblingsfarbe. Die Farbe Rot ist die Farbe von Casinos Austria. Also repräsentiert diese Frucht am besten auch Casinos Austria. Und natürlich, gerade heute, wo sehr viel mit dieser Frucht an diesem Tag experimentiert wird, kann dann unsere Küche auch beweisen, dass sie auch dort auf Haubenniveau neue Experimente den Gästen anbieten kann. Aufgetischt wurden an diesem Abend insgesamt 12 verschiedene Kreationen. Vom Erdbeer-Gaspacho über den Erdbeerspargelsalat bis hin zu Balsamico-Erdbeeren oder dem leckeren Erdbeer-Daiquiri. Mit den schönen roten Früchten lässt es sich in der Küche einfach wunderbar arbeiten. Ich glaube, allein die Farbe und das Farbenspiel, was man mit Erdbeeren machen kann, das ist etwas, was uns Köchen immer wieder wenn wir sehen, dass ein Produkt eben super ist und gut ist, dann steckt unser Herz auch dabei. Dass die unterschiedlichen Gerichte mit Herz gekocht wurden, das schmeckte man bei allen 12 Kreationen. Trotzdem hatte natürlich jeder so seine persönlichen Favoriten. Pur oder mit Schokolade. Am besten haben wir die Schoko-Erdbeeren geschmeckt. Erdbeeren mit Schokolade. Sehr gut. Eigentlich die mit Schokolade. Und die Pralinen, aber da habe ich gerade eine gekriegt. Das mit Spargel schmeckt mir wahnsinnig gut. Also es ist nichts übertrieben und man schmeckt eigentlich alles für sich sehr gut raus. Die Gäste bei der Erdbeerverkostung konnten ihre Geschmacksnerven an diesem Abend ganz unterschiedlichen Erlebnissen ausliefern. Was besser schmeckt, musste dann jeder für sich selbst entscheiden. Erdbeere süß oder Erdbeere sauer? Eher die süße Variante. Ich bin eher süße, keine saure. Ich bin keine Süße. Gar nicht süß. Außer das Getränk. Egal ob süß oder sauer, von der Idee der Erdbeerverkostung waren alle begeistert. Es ist immer abwechslungsreich und immer voll super. Ich bin, was jetzt das Casino selber betrifft, noch sehr unerfahren und muss mich da erst ein bisschen einarbeiten, aber also mit der Erdbeerverkostung bin ich begeistert. Ich finde es gut, dass man das da ausprobieren kann, weil ich kenne solche Variationen eigentlich gar nicht oder beziehungsweise wir daheim machen das eigentlich nicht und deshalb finde ich es voll super. Events wie die Erdbeerverkostung haben im Casino Salzburg in den letzten Jahren stark zugenommen. Das hat nämlich mit der Generalsanierung des Gebäudes auch zu tun. Davor hatten wir einfach Probleme, die richtigen Räume zu haben, um solche Veranstaltungen ordentlich durchführen zu können. Jetzt mit diesen neuen Räumen, wie man jetzt sieht, ist das halt ideal und passt einfach perfekt dazu. Das Casino grundsätzlich ist eine der größten Ausgehlocations überhaupt. Und wenn wir die einzelnen kleinen Veranstaltungen von Gruppen mitrechnen, reden wir von ca. 1000 Veranstaltungen im Jahr. Es rührt sich also was im Casino Salzburg und in den kommenden Monaten stehen wieder viele Events ins Haus. Klar ist allerdings, worauf sich schon alle wieder freuen. Die Erdbeerverkostung im Jahr 2019.